Der Arzt Rudolf Leupi leitete am 27. September den Einsatz des Rettungsdienstes. Ich bin notfallmässig aufgeboten worden und hatte eigentlich keine Vorinformation, was überhaupt passiert ist. Und darum ist man an den Unfallplatz hergekommen. Man hat wohl erahnt, weil viele Feuerwehr und Polizei herum waren, dass irgendetwas Schreckliches hätte müssen passiert sein. Am Anfang war hier eine Unordnung da, weil sofort sehr viele Helfer, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Ärzte gekommen sind. Und wie ich schon gesagt habe, die Information war am Anfang sehr lückhaft, bis man dann gewisse Informationen bekommen hat und man gehört hat, was passiert ist. Und dann hat man natürlich schon die ersten Verletzten und Verwundeten gesehen, die selber rausgesprungen sind oder rausgetragen worden sind. Und dann hat man erstens realisiert, dass da etwas ganz Fürchterliches passiert war. Und man war dann anfänglich fast hoffnungslos, weil man nicht gewusst hat, wie helfen. Und wo man dann das Ausmaß gesehen hat, ist man natürlich schon in seinem eigenen Gefühl sehr stark betroffen worden. Ich kann mich erinnern, ich war über eine Stunde bei einer Patientin. Meine Befürchtungen waren immer, dass sie noch am Unfallplatz stirbt. Ich hatte am Anfang gar keine Zeit für mich, weil es so viele Leute gab, die die Hilfe gebraucht haben. Und dort war ich als Arzt voll gefordert und hatte eigentlich gar keine Zeit, an mich zu denken. Also ich glaube, die erste Zeit, die ich einmal hatte für mich, das war etwa 8 bis 10 Stunden später. Also relativ spät in der Nacht, weil ich bis nach den 11 operiert habe und Patienten betreut habe und Angehörige betreut habe. Und erst dann, als ich eigentlich sogenannt keine Arbeit mehr hatte, hatte ich noch eine Zeit für mich und habe dann probiert, anfangen zu verarbeiten. Es sind Einzelschicksale und die Einzelschicksale beschäftigen einem sehr stark. Es sind Haufen Einzelschicksale und darum sieht man auch, dass die Trauer und die Ängste und die Probleme, die da sind, eigentlich viel, viel grösser sind. Aber als Arzt bin ich mich natürlich schon gewöhnt. Wenn ich Sprechstunde habe, zum Beispiel, wenn ich operiere, dann habe ich mehrere Patienten oder Menschen bei mir und muss mit diesen einzelnen Schicksalen umgehen können. Und die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, mit so vielen Toten und so vielen Schwerverletzten, das war natürlich etwas Außergewöhnliches für mich.